Was ist von jemandem zu halten, der kleine Kinder haarscharf gerade so wenig missbraucht, dass es gerade mal so nicht illegal ist? Kinder gerade so weit misshandelt, dass das Jugendamt keine Handhabe hat? Ist jemand, der bei Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung hart an die Grenze geht, gut? Immerhin. Es wurde ja kein Gesetz gebrochen. Also alles in Ordnung. Wie ist das nun mit einem Staat, der bei seinen Gesetzen hart an die Grenze geht und Gesetze so macht, dass sie gerade mal so, gerade noch verfassungskonform sind? Der Bürger ist dem übermächtigen Staat ja noch extremer ausgeliefert als ein Kind seinem Missbraucher. Sollte der Staat nicht umso mehr von den Grenzen, die vorgegeben sind, fernbleiben? Danke für deine Zeit.